Umgang mit Zerwürfnis anderer. Manchmal sind Menschen in deiner Umgebung in ein Zerwürfnis geraten. Sie zerstreiten sich, sie können nicht mehr miteinander sprechen, sie können nicht miteinander umgehen, sie schimpfen gegeneinander. Du überlegst, was kannst du dort tun? Wie kannst du mit diesem Zerwürfnis umgehen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, es zu ignorieren. Es muss dich nichts angehen. Man kann nicht alle Streitigkeiten schlichten. Manchmal wird man sagen, ich habe da weder die Mittel dazu, noch kenne ich die Menschen ausreichend, noch habe ich die Zeit. Zweite Möglichkeit wäre, du könntest probieren, Frieden zu stiften. Manchmal hilft es, dass du dem einen zuhörst und dann dem anderen zuhörst. Manchmal hilft es, dass du in deinem stillen Kämmerchen Lichtgedanken schickst, erst dem einen und dann dem anderen und dann beiden zusammen. Manchmal hilft es dir vorzustellen, dass die Herzen der beiden Beteiligten miteinander in Lichtenergie verbunden sind. Manchmal führt das dazu, dass die Menschen sich anschließend wieder besser verstehen. Manchmal hilft es, dass du die Menschen in eine Art Mediationsprozess führst, jemand Professionelles engagierst, der probiert, die beiden wieder zum Frieden zu bringen. Funktioniert leider nicht so häufig, wie man es gerne hätte. Manchmal wirst du es einfach akzeptieren müssen, da gibt es ein Zerwürfnis mit den beiden Menschen. Am klügsten ist es, wenn es irgendwo geht, haben die wenig miteinander direkt zu tun. Nach Möglichkeit sind sie in zwei verschiedenen Teams, mindestens in zwei verschiedenen Büros und dann ist auch okay. Manchmal musst du den Menschen auch sagen, wir brauchen euch beide, egal ob ihr euch versteht oder nicht. Mindestens ein professionelles Miteinander und Zusammenwirken ist notwendig. Manchmal wird man sich daran erinnern müssen, wir haben wertvolle, wichtige gemeinsame Anliegen. Und diese sind wichtiger als persönliche Zerwürfnisse. Zum Wohl des gemeinsamen Anliegens muss man manchmal seine Streitigkeiten, Privatfäden ignorieren. Daran kann man auch appellieren, wenn Menschen ein kleineres oder größeres Zerwürfnis haben.